Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Infinite Fusion. Wir sind zurzeit in Johto in einem Einkaufszentrum, das noch gebaut wird. Und wir waren hier vorm Aufzug stehen geblieben, denn ich glaube, hier ist jemand von Team Rocket drin. Sicherheitsinspektion? Ja, das habe ich gesagt. Das habe ich den Idioten unten gesagt. Die Wahrheit ist, wir können keinen runter in den Keller lassen. Denn wir haben dort jemand sehr Wichtigen, der uns besucht. Aber das brauchst du gar nicht wissen. Jetzt werde ich mich um dich kümmern. Was auch immer. Wir kämpfen jetzt. Das machen wir jetzt. Ich glaube, die wichtige Person ist Giovanni. Würde ich jetzt mal vermuten. Schauen wir mal. Okay. Was mache ich gegen das Ding? Ich hasse es. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. So richtig was habe ich halt nicht. Oh. Gut. Aber es ist jetzt eh down. Und das gibt sogar ein Level-Up. Guckt euch das an. Ein Level-Up. Das ist doch mal nett. Gut, was kommt das? Letzing? Wir bleiben mal drin. Oh, was ist denn das jetzt schon wieder? Lady Bar. Okay, one-hitted. Na gut. Nicht schlecht. Das könnte ein Problem sein. Ah, okay. Benutz den Aufzug, wenn du möchtest. Du wirst sowieso nicht weit kommen. Na, das hört sich ja nett an. Dann heilen wir mal eben Pokémon. Ah, hier ist die Team Rocket Musik. Ich kann sie erkennen. Okay. Einfach mal runter, würde ich sagen. Ja, hier sieht das sehr richtig aus. Den Ort kenne ich noch. Warte. Warte. Ja, das passt schon. Warte. Jetzt hast du einen Peinbock. Das sieht so richtig gut aus. Wie sieht denn das aus? Das sieht cool aus. Ich weiß nicht warum. Irgendwie finde ich das cool. Es hat nicht ernsthaft mit... Achso, es hatte... Okay, Robustheit. Aber dass es verbrannt ist, ist es die Runde eh down. Also ist das... Egal. Auf Wiedersehen. Sehr schön. Golbuffet. Wie das aussieht. Oh. Mit Golbat kann man auch echt nichts fusionieren. Wow, one-hitted. Okay, nicht schlecht. Ja, nee, das war nicht unfair. Das war Typvorteil. Aber okay, dass du den Unterschied nicht kennst, dachte ich mir schon. Hi. Wie, ich darf nicht mit dem Boss reden. Warum? Ich bin Miri. Fies. Vielleicht machen wir mal ein bisschen schneller, wenn wir hier schon wieder... Radrett. Das Ding heißt nicht wirklich Radrett, oder? Ach, ey. Ja gut, dann kämpfen wir jetzt gegen Radrett. Radrett. Ein sehr guter Name. Es ist verwirrt. Radrett ist verwirrt. Ja, bei dem Namen wäre ich auch verwirrt. Sehr schön. Und das gibt sogar ein... Ups. Wenn ich jetzt nicht down gehe. Das gibt jetzt ein Level-Up. So, ich dachte schon. Hat gut Schaden gemacht. Furry Kate. Ah, süß, dass es das gleiche nur andersrum fusioniert. Oh, da hat sich einer in mein Pokémon verliebt, würde ich mal sagen. Wie schön. Ein Hyper Potion brauche ich aber trotzdem, weil ich glaube, falls es jetzt... Ach, okay, es hätte sich nicht bewegen können. Naja, lieber sicher. Lieber auf Nummer sicher gehen, dann passt das schon. Diesmal ist getroffen. Mit Superzahn. Okay. Oh oh. Ja, oh oh, ist gut. Hey, der lässt mich nicht durch. Hi. Du bist nicht autorisiert, um den Boss zu sehen. Verschwinde. Nein. Hound Ape. Oh, okay. Gut. Das ist Unlicht, ne? Unlichtkampf. Ich denke, ich wechsle da mal. Das ist, Oh, was wechsle ich denn gegen Unlichtkampf ein? Das ist gar nicht so leicht. Okay.
Wir fliegen dann mal. Oh, es ist schneller. Nein. Klar crittet das. Wie kann man denn so viel Glück haben? Und er hat es dann natürlich ausgewechselt. Das Ding ist trotzdem Typ Käfer, also macht ihm das was aus. Ich hoffe. Ja, hat gereicht. Gut. Jetzt schickt er das wieder rein. Nee, nee. Oh nein, das ist doch undicht. Ach Mann. Ich dachte, ich kann mit der Psycho-Attacke, aber dann kann ich mit der Käfer-Attacke wenigstens was machen. Ja, normal effektiv. Ja, gut. Ist halt so. Das hat gut reingehauen, das Ding. Was ist ein Stidum? Oh. Okay. Das sieht gut aus. Nicht. Es ist sicher langsam, so als Stahl-Pokémon. Ja, es ist... Oh, ich habe gecrittet. Okay. Ja. Das macht nicht schlecht Schaden. Das muss man ihm lassen. Ich glaube, ich muss jetzt gleich erstmal heilen gehen. Ach schön, Level Up. Dark Pulse. Oh, das ist keine schlechte Attacke. 80er Stärke. Aber Sucker Punch ist halt immer first stark. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber der Erstschlag ist natürlich immer geil, ne? Ich lass die Attacke. So eine Erstschlag-Attacke immer zu haben, ist schon was nicht schlecht ist. Warum lasse ich euch nicht einfach allein? Tut mir so leid. Der Boss ist nicht da. Ich glaube, das ist eine Lüge, aber okay. Oh, ich dachte schon, ich kann nicht mehr zurück in den Aufzug, weil es zuerst nicht funktionierte. Wir gehen jetzt erstmal in aller Ruhe heilen. Ach, die schöne Musik hier. So, vielen Dank fürs Heilen. Das ist sehr nett. Tja, ich bin gespannt. Muss ich jetzt direkt gegen den Team Rocket Boss kämpfen? Oder was passiert? Was ist der Plan? Wie läuft das dann? Ich kann doch jetzt nicht gegen ihn kämpfen und dann nachher nochmal in der Arena. Was wird wohl passieren? Mal gucken. Oh, warum steht er jetzt im Weg? Oh, okay. Er geht aus dem Weg, wenn man ihn anspricht. Ich dachte schon. Hi, Giovanni. Bye, Giovanni. Guck mal, die... Er steht da halt einfach und ich so, ich gehe jetzt erstmal und klaue Sachen. Ein Elixier und, ups. Eine TM. Radio, läuft da was? Okay. Da ist ein Kühlschrank. Schön, er braucht ja was zu essen in seinem Geheimversteck, ne? Miri. Ich bin beeindruckt, dass du mich hier gefunden hast. Ich bin hierher gekommen, um über die Zukunft von Team Rocket nachzudenken. Wir hatten große Pläne für die Welt, aber du hast es uns sehr schwer gemacht, damit weiterzukommen. Alles, was ich jemals wollte, ist, etwas genetisch Sinnvolles zu erschaffen. Aber vielleicht sollten wir so etwas nicht tun. Vielleicht sollten wir die Natur allein lassen. Also, du bist hierher gekommen, um nach dem Arenaleiter der Arena zu suchen. In Vertania City natürlich. Ich bin das tatsächlich. Nun gut, ich werde zurück nach Vertania City gehen und dich ein letztes Mal bekämpfen. Ich habe vielleicht nicht mehr die legendären Vögel an meiner Seite, aber ich werde dieses Mal nicht verlieren. Wir werden uns wiedersehen, Miri. Oh, das war jetzt aber langweilig. Das war aber langweilig. Oh, ich bin im Untergrund. Okay. Ja gut. Ja gut. Interessant. Das war... Ich überlege mir noch, ob ich vielleicht Arktos mit irgendwas fusionieren soll, weil Arktos war früher mein Lieblings-Pokémon tatsächlich. Hier mit Rihorn. Glaubt ihr, das sieht cool aus, Arktos mit Rihorn? Ist es dann Eisboden vom Typ? Das wäre auch kein schlechter Typ, ne? Aber statt welchem Pokémon, das ich dabei habe?
Ich habe ja schon einen Boden-Pokémon, nicht wahr? Ich kann nicht einfach mein... Aber ich könnte Glurak mit was anderem fusionieren. Aber was werfe ich dafür raus? Oh, ich will keinen davon rauswerfen. Ich mag sie alle. Wobei das Flug-Pokémon... Es ist halt nur zum Fliegen wirklich praktisch, ne? Es ist halt schade, dass ich nicht drei Typen haben darf. So Eis, Flug und Boden. Das wäre nett. Wir fusionieren die jetzt mal. Ich will wissen, was passiert. Außerdem ist das für die nächste Arena nicht schlecht. Ne? Ja, okay. Dann machen wir das doch mal. Habe ich denn überhaupt noch was zu fusionieren? Das ist eine viel wichtigere Frage. Kann ich reden? Gut. Das ist der Reverser DNA Splicer. Das ist das Richtige, ne? Ja. Ja, das ist das normale Ding. Gut. Dann fusionieren wir doch mal Arctos. Oh, ich hoffe, das sieht nicht total kacke aus. Wird es dann ganz grau? Ah, das wäre kacke. Okay. Der Kopf hängt ein bisschen schief drauf, aber ansonsten ist es, glaube ich, ganz cool. Bodeneis. Wenn es einmal anfängt zu rennen, hört es nicht auf. Es flattert mit den Flügeln, um die Luft zu kühlen. Okay. Okay. Nein, ich will nicht. Oh Gott. Ich habe den Eisstrahl verlernt. Oh Gott. Ja, scheiße. Oh Gott, ich habe den Eisstrahl verlernt. Oh, nur weil diese Dreckstasten ständig hängen. Oh Kacke, das muss ich irgendwie wiederholen. So ein Dreck. Also manchmal ist das hier, also... Das war scheiße. Das war richtig scheiße. Ja gut. Welche Fähigkeit? Was ist denn Rocket? Das ist, dass man nicht zurückschreckt, ne? Lasst mich mal nachsehen. Ach, man bekommt keinen Schaden durch Rückstoßattacken. Okay. Na, ich denke, ich behalte lieber die Fähigkeit von Arctos. Das war richtig kacke, dass ich... Ach ja. Ach ja, jetzt muss ich irgendwie den Eisstrahl wiederkriegen. Schauen wir mal. Mist! Das war richtig blöd. Das stört mich so schon so ein bisschen. Habe ich nicht Blizzard bekommen? Oh. Ich muss echt gucken, wo ist denn der Attackenlerner? Puh, das ist nicht so gut gewesen. Oh Mann. Ja, wir wechseln jetzt erstmal wieder Pokémon. Vielleicht hätte ich Arctos doch bis was anderem fusionieren sollen, aber mit was? Ich kann das ja nicht, ich weiß nicht, mit Absol, dann haben wir noch ein Undicht-Pokémon mehr. Oh nein, ich wollte Move machen, habe ich nicht Move gemacht. Okay, dann nicht. Hier, damit hätte ich fusionieren können. Dann wäre es Gestein-Eis gewesen, dann hätte ich eine Schwäche weg gehabt. Was glaubt ihr, wie gruselig das ausgesehen hätte? Naja. Wir gucken mal. Ich brauche ja nur Eisstrahl als TM finden oder den Attackentyp. Aber dafür gehen wir jetzt erstmal wieder zurück nach Kanto. Natürlich mit dem Zug. Oh, guck mal, da ist eine Karte. Cool. Und zurück. Zurück nach Hause. Sehr schön. Okay, na dann.
Wo ist denn der Attackenlerner-Typ? Wir hatten ihn doch schon gesehen. Aber wo war er? Oh nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. So ein Mist. Na gut. Wir fliegen jetzt erstmal weiter nach Vatania City. Da geht's ja jetzt weiter. Einmal eben schnell ins Pokémon Center. Hallo? Bitte einmal heilen, dass ich nicht wieder aus Johto hierher fahren muss. Dankeschön. Leute, ich würde aber sagen, das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr wissen wollt, was mich so in der Arena von Giovanni erwartet, dann schaltet morgen wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.